Um es gleich vorne wegzunehmen, auf den kostenlosen Wohnmobilstellplätzen der Stadt Lauda steht man ziemlich einsam. Liegt zum einen daran, dass diese de facto so gut wie nicht ausgeschildert sind, zum anderen, sie liegen oben, am Berg. Vorteil des Platzes: Das nette Freibad ist gleich nebenan und mit ein bisschen Glück steht man mit seinem Womo sogar unter den Bäumen im Schatten. Platz ist für einige Womos. Allerdings empfehlen wir keine. Die Plätze sind schräg. Lauda liegt genial zwischen Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim. Es bieten sich also Radtouren in beide Richtungen an. Beide Städtchen sind schön und lohnen auf jeden Fall einen Abstecher. Bad Mergentheim. Die ersten Eisbecher des noch jungen Sommers 23. Auf dem Retourweg Pfingstmontag. Kurzer Stau wegen einer Prozession mit Pferden. Das Oberpfingstfest, an dem der Heilige Geist. Unser Fazit: Stellplatz Lauda an der Tauber. Für eine Nacht oder zum Besuch des Freibades okay. Aber kein Traumplatz, der zum längeren Verweilen einlädt. Trotzdem sollte man Städtchen wie Lauda für die Bereitstellung von kostenlosen Wohnmobilplätzen dankbar sein.